Hallo Freunde der paranormalen Welt. Ich wollte mich erstmal für drei Sachen entschuldigen. Erstens, ich habe schon lange keine paranormalen Videos hochgeladen, weil ich habe kaum Zeit. Ja, ich hatte zwar jetzt Urlaub gehabt, aber ich musste immer auf die Kinder aufpassen und wir waren immer unterwegs. Und ich musste meine Auszeit nehmen. Dann die zweite Entschuldigung ist für dieses Video, wo ich mit ein paar Kumpels unterwegs war und da war in diesem Zugtunnel war eine Höhle und da sind wir reingegangen und haben uns das angeschaut. Das sollte kein paranormales Video werden. Das war einfach nur, wir wollten uns das nochmal anschauen. Und die dritte Entschuldigung ist für den Sound von dem Video. Ich habe Mikrofon hier gehabt, wo ich jetzt meinen habe und ich werde es sehr schnell kaputt, wenn ich irgendwo drinne bin und hochklettern muss oder sonst was oder wenn ich mich schnell bewege und deswegen hat man auch am Anfang sehr viel Schnaufen von mir gehört. Also ich bin noch gerade dabei, das zu sehen, wo ich am besten mein Mikrofon hinsetze, damit man das nicht so hört. Ich habe leider ein bisschen Übergewicht, deswegen komme ich schnell außer Atem. Aber ich bin schon auch dann dran, ein paar Kilo abzunehmen. So, was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, paranormale Videos werde ich demnächst wieder welche machen. Bei mir zu Hause werde ich eine Untersuchung machen, weil in diesem Haus, seitdem ich eingezogen bin, sehr viele komische Sachen passiert sind. Zwei Videos davon könnt ihr auch in meinem Kanal sehen. Das eine ist Ghost in the Bedroom. Da könnt ihr sehen, da hatte ich eine Überwachungskamera. Meine Tochter war 3 Jahre alt. Sie lag im Kinderbett. Und da winkt etwas oder jemand vor der Kamera. Und zwischen den beiden Betten sieht man eine Gestalt, die immer hoch und wieder runter geht, wieder verschwindet. Und dann taucht sie auf und bleibt genau neben dem Bett von meiner Tochter, genau da am Kopf. Was ist noch passiert? Ich höre Schritte hier im Flur, neben meinem Zimmer. Meine Zimmertür ist von alleine aufgegangen. Ich habe mich richtig erschrocken, weil ich habe gerade Supernatural angeguckt. Und auf einmal ging sie einfach die Tür auf. Und ich dachte erst, dass meine Große mich irgendwie reinlegen will. Aber ich habe dann rausgeguckt, sie war nicht da. Sie saß unten mit meiner Frau im Wohnzimmer und hat Fernsehen geguckt. Also sie war es nicht und die Kleine hat geschlafen. Dann, ja, wo meine Kleine auch noch klein war, da ist ein Orb. Das war genau in diesem Zimmer hier, wo ich jetzt mein Büro habe. Das hintere Fenster, das Bett stand hier. Und da sieht man, wie ein Orb von draußen aus dem Fenster, also von draußen in dem Fenster reinfliegt und über meine Tochter fliegt und diese Tür hier hinten verschwindet. Also es ist schon einiges und ich habe schon Stimmen hier gehört. Da dachte ich, das wäre meine Tochter gewesen, war sie aber nicht. Oder ich war mit meiner Großen unten in der Küche und da dachte ich, meine Kleine kommt die Treppe runter. Aber sie hat geschlafen, aber wir haben wirklich Schritte auf der Treppe gehört. Also es sind schon krasse Sachen, die hier passieren. Und erstmal danke Christian. Christian möchte, dass ich eine App ausprobiere. Und zwar von den gleichen Herstellern, die auch Necrophonic hergestellt haben. Mit denen ihr auch wisst, habe ich sehr gute Resultate gehabt. Die App heißt Spiritus Ghostbox. Und ja, die werde ich mir dann mal auch hier bei mir zu Hause testen. Werden mal sehen, ob wir da auch gute Resultate haben. Ob sie genauso gut ist wie Necrophonic. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mich und meinen Kanal unterstützt. Und wie gesagt, also ich versuche jetzt mein Bestes zu geben. Wie ihr gesehen habt, mein Kanal besteht nicht nur aus Paranormalen, sondern auch historische Reaction-Videos und paranormale Untersuchungsvideos, Exploration. Also wie gesagt, ist von allem drin. Es gibt welche, die machen nur bestimmte Videos von allem, zum Beispiel nur paranormale Untersuchung. Ich möchte meinen Kanal über alles, dass ihr auch mehr Content habt als nur paranormal. Also auch historische Sachen hier in Deutschland und alles Mögliche.
Ich versuche jetzt demnächst, mal sehen, wenn es klappt, mit meinem Kumpel Christian, den ich vor kurzem erst kennengelernt habe. Er ist schon in einer paranormalen Welt oder macht schon paranormale Untersuchungen schon seit 25 Jahren oder über 25 Jahren. Ich werde versuchen, mich mit ihm zu treffen und mit ihm dann da in seiner Stadt was zu unternehmen. Aber da warten wir noch drauf, sehen wir, ob wir Zeit haben. Momentan wegen der Arbeit, auch seiner Arbeit, klappt das nicht, aber wir kriegen das irgendwie schon hin. Ja, wie gesagt, ich werde mein Bestes geben und bis dahin bleibt gesund, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.